Vergessen wir mal die Statistik. Ja, die ist ja in den Köpfen drin, wissen Sie, da brauchen wir ja nicht drum herum reden, dass die Spieler das Thema auch wurmt. Ist auch klar, dass eine Mannschaft, wie wir es sind, ja seit März, glaube ich, kein Auswärtsspiel mehr gewinnt, ist ja eigentlich Wahnsinn, ja, ist es. Und trotzdem versuchen wir es nicht anzusprechen. Irgendwann mal wird es klappen, irgendwann mal platzt der Knoten und warum nicht in Stuttgart? Ja, beim Dani ist es so, dass er schon beispielsweise heute Teile vom Mannschaftstraining hat mitmachen können. Wenn man jetzt die Ärzte fragen würde, die hätten nochmal Lust, den irgendwo eine Woche im Gym isoliert zu haben. Wenn man den Spieler fragt, eher weniger nach 6 Monate Verletzung, ist es auch irgendwie klar. Morgen haben wir vor, dass das ganze Mannschaftstraining, das Abschlusstraining mitmacht. Und und dann schauen wir mal. Ja, also von Anfang an wird er nicht spielen, aber vielleicht fährt er schon mit. Nordi ist als einziger noch positiv, ist trotzdem symptomfrei. Wir werden ihn morgen nochmal testen, aber für Stuttgart wird es wahrscheinlich nicht reichen.